an den Fahrer und auch an den Herrn Moos, dass er heute hier mit seinen ganzen Bulldog zu unserer Oldtimer Schlepperparade erschienen ist. Ja, und mit der Startnummer 4 möchte ich recht herzlich den Fahrer und natürlich auch Eigentümer Fred Moos begrüßen, der hier mit einem Lanzbrüder von Typ E95 im Kopf entzündet sich das Diesel-Luftgemisch und selbst setzt den Kolben dann in Bewegung. Wie gesagt, hier ist Fahrer und Eigentümer der Herr Moos aus Pilsdorf. Recht herzlichen Dank. Ja, hier Wackenstein kommt aus Hohenbodenen. Recht herzlichen Dank. Recht herzlichen Dank. So. Jetzt kommt die Startnummer 10. Hier. Kindo. Genaldo. Kloppen. Er ist hier mit einem Landsvorgefahren vom Typ 7506 aus dem Jahr 1939. Hat eine Leistung von 25 PS. Das ist die dritte Generation der HN-Baureihe. Damaliger Kaufpreis war für dieses Gefährt 5.650 Reichsmark. Herr Kloppel kommt aus dem schönen Dorf Sandersdorf. Recht herzlichen Dank. Ebenfalls eine Leistung von 25 PS. Die Besonderheit, es ist hier eine Benzinanlassvorrichtung möglich, um das Starten ohne Vorheizen zu betätigen. Der Herr Ziegel kommt aus Abschlehen. Recht herzlichen Dank. Und er hat einen Beifahrer mitgemacht, wahrscheinlich für die Pausenversorgung. Und wurde in den Jahren 1940 gebaut.
1950. Das ist hier ein Nachkriegsmodell und hat einen Hubraum von 10,3 Meter. Wie gesagt, Eigentümer ist hier Herr Hermann aus Wolken. Recht herzlichen Dank, Holger. Von diesen Traktoren und auch von den kleinen Baul da vorne. Herr Böhme kommt aus Ragut. Jetzt yes, recht herzlichen Dank. Eine gefederte Vorderachse und was hier sehr, sehr selten ist, er hat einen unten liegenden Auspuff. Dieses Fahrzeug ist seit 1974 in Familienbesitz, ist immer im Einsatz und hat 35 PS Eigentümer und Frau Jürgen Weber. Recht herzlichen Dank. Und sie kommen aus Meringen. So, liebe Schlepperfreunde, liebe Oldtimer, liebe Gäste, ich möchte mich recht herzlich bei Ihnen bedanken. Ich würde mich freuen, Sie im nächsten Jahr wieder hier begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen noch für den heutigen Tag viel Spaß und gute Laune. Auf Wiedersehen bis im Jahre 2017.